Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Hashtag Gilabert. Ja, das bin ich, der Gilator, der einfach irgendwas erzählt und versucht irgendwie auf euch einzugehen, die Community, auf die Kommentare, generell auf eure Wünsche und Fragen. Und ja, es sind jetzt ein paar Tage vergangen und ich dachte wirklich, es nimmt keiner teil. Aber im Endeffekt hat jemand doch teilgenommen. Und das ist der Nils Albrecht. Dafür danke ich dir. Du hast mir ein paar Kommentare drunter geschrieben. Und ich versuche dir auch mal zu antworten. Ansonsten gehe ich dann noch später auf Themen ein, wie zum Beispiel wegen Kingdom Hearts, was ich momentan dabei bin. Was mache ich denn eigentlich gerade hier? Ich wollte essen, ich verhungere. Also auf Kingdom Hearts werde ich eingehen, auf 1 und 2. Wie weit ich da momentan bin und was da noch kommt und sowas. Ansonsten, ja, und halt auch wegen Zelda werde ich da auch nochmal was erwähnen. Ja, fangen wir mal beim ersten an. Du hast jetzt ein paar Fragen gestellt bezüglich, die jetzt auf Minecraft sind. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, es geht mir in erster Linie halt nicht wirklich, dass ich halt Tipps bekomme zu Minecraft und so. Ich meine, klar, natürlich ist das nett, wenn ihr mir da hilft und Tipps gibt und so weiter und so fort. Zum Beispiel in Minecraft kannst du Werkzeuge im Ofen verbrennen. Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber Holzwerkzeuge kann man anscheinend verbrennen. Ja, danke für die ganzen Tipps und ja, dass ich halt Pferde zähmen kann, hast du noch geschrieben. Genau, ich habe das Eisen in den Öfen vergessen. Das habe ich schließlich dann bei der, ja, wo ich das erste Video gerendert habe, habe ich gesehen, ja, tatsächlich, ich habe irgendwo Eisen vergessen in irgendwelchen Öfen und da muss ich mal gleich hin. Weiß gar nicht mehr, wo das ist, ich glaube irgendwo da hinten. Und ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, Eisen. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich brauche erstmal das Eisen. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, das ist auf jeden Fall irgendwo hier in den Öfen. Ja, also auf jeden Fall zu deiner Frage, du hast gestellt, Hashtag gelabert. Ich finde es cool, wenn du bei Zelda in deinem Haus neue Möbel und sowas kaufst, wenn du wieder genug Rubine hast. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht habe ich schon gemacht. Man weiß es nicht. Jedenfalls läuft gerade hier planlos herum. War das nicht hier mit den Öfen? Ich dachte, das wäre hier mit den Öfen. Verdammt. Irgendwie bin ich hier falsch. Also auf jeden Fall, ja, zurück zu Zelda. Ich habe da jetzt schon knapp 70 Parts aufgenommen und bin gerade dabei. Ich glaube, heute habe ich die 47. oder 48. Folge veröffentlicht. Also auf jeden Fall, ich habe schon einiges voraus aufgenommen. Und deswegen halt nicht wundert, wenn ihr das erst alles viel später seht. Ja, da ist es. Ja. Okay, hier ist nichts. Da haben wir unser Eisen. Eisen ganz wichtig. Ansonsten, das können wir mitnehmen. Ja, also nochmal zu Zelda, ist kommt alles noch. Ich habe wie gesagt bei Zelda wirklich hardcore gezockt und habe da einiges raus aufgenommen. Also ca. 30 Parts oder was. Also wie gesagt, ich bin jetzt bei Pound 40. Parts Pound 40 und veröffentlicht habe ich bis 40, also das heißt, es kommen noch einige und da kommt auch alles vor mit ja, dass ich halt erstmal die Kohle mitnehmen, dass ich halt die neue Möbel und alles, was du so gibst bei Zelda, na, ich weiß nicht, ob man es Möbel nennen kann, aber auf jeden Fall ja, also das, was man fürs Haus kaufen kann, das werde ich machen und das kommt alles halt in den kommenden Folgen, die dann täglich um 14 Uhr auf meinen Kanal kommen. Jeweils Zelda, Breath of the Wild. Ja, Pferde kann ich ziehen, das hast du mir auch gesagt, das weiß ich, dankeschön. Allerdings nützt mir das nichts ohne Sattel. Und ja, also im Endeffekt habe ich jetzt Eisen. So, mit dem Eisen machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall erstmal ein krasses Schwert, weil Verteidigung ist das A und O. So, dafür können wir auch hier das wegschmeißen. Ich muss auch mal langsam gucken, wo ich jetzt irgendwie eine Bleibe bekomme.
Und ich habe so viel Rotz bei mir, das gibt's gar nicht. Moment. Wir müssten mal kurz hier aus. Jeder kann weg. Das kann weg. Das kann auch erstmal weg. Wolle. Wobei ich habe ein Bett, also kann die Wolle weg. Das kann weg. Ansonsten das hier kann weg. Aber mit der Q-Taste kann man das auch rausschmeißen. Genau, und das Holzschwert auch weg. Ansonsten würde ich erstmal den Rest behalten. Ja, wie gesagt, also bei Zelda, die Parts sind schon gedreht, also bis Pound 70 und auf jeden Fall kommt er. Jeden Tag um 14 Uhr, wie ich schon gesagt habe. Und ja, freut euch drauf, die das schauen. Jo, dann will ich noch. Irgendwas ist mit meiner Stimme. Moment. Ja, also wie gesagt, jetzt zu Kingdom Hearts. Verdammt, ich habe nichts. Auch eine Axt. wir machen eine gute Axt. Ich meine, wenn schon, ne? Wenn schon, eine gute Axt. So, was wollte ich erzählen? Genau, bei Kingdom Hearts. Da bin ich jetzt fertig. Ich habe vorhin den letzten Part aufgenommen. Es sind 34 Parts entstanden. Und ich habe das Spiel durchgespielt, habe alle optionalen Bosse. Deswegen, wenn ihr wollt, ich habe heute, glaube ich, den 13. oder 14. Part rausgehauen. Auf jeden Fall ein paar Parts habe ich schon voraus aufgenommen und ich habe es halt zu Ende aufgenommen. Das heißt, mit Kingdom Hearts Final Mix bin ich jetzt komplett durch. Was ich dann jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage aufnehmen werde, ist Final Mix Kingdom Hearts 2. Also der Nachfolger. Und ich freue mich übelst, es dann zu zocken, weil das habe ich wirklich lange nicht mehr gezockt. Ich glaube, das letzte Mal auf der PlayStation 2, wie ich das auch schon bei Kingdom Hearts erzählt hatte. Und da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Ansonsten, was ich halt momentan wirklich sehr viel zocke nebenbei, wenn ich irgendwie ein Video bearbeite oder sonst irgendwas rendere, schneide und was auch immer. Eine PlayStation 4 Clicker Heroes. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Es ist einfach so ein doofes Spiel, was irgendwie ein bisschen süchtig macht und irgendwie habe ich keine Ahnung. Irgendwie habe ich daran Spaß und zwischendurch kann man das eigentlich immer getrost ein bisschen spielen. Ich denke mal, das Holz nehme ich hier noch mit. Da ist noch mein Schaf, das werden wir gleich schlachten. Aber auch nur wegen dem Fleisch. Weil wir brauchen wirklich dann vieles zum Essen. Ja, das Eisen habe ich jetzt geholt. Also das war eigentlich im Prinzip das, was ich jetzt erstmal erzählen wollte. Was noch so war. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder Verbesserungen, wie gesagt, Hashtag gelabert. Was ich vergessen habe zu sagen ist, ihr könnt das natürlich auch über Twitter machen. Also Hashtag Twitter gelabert oder halt einfach hier Hashtag gelabert und einfach in die Kommentare unter dem Video. Und wie gesagt, ich bin froh, dass auch eine wenigstens mitgemacht hat, sonst weiß ich nicht, sonst hätte sich das wahrscheinlich alles lang gezogen, bis ich dann hier eine zweite Folge rausgebracht hätte. Und weil ich versuche, für euch einzugehen, ihr seht es, ich versuche es. Es hat halt einer mitgemacht und darüber bin ich halt, wie gesagt, super, super froh. Es hätte auch keiner mitmachen können und ich hätte, was weiß ich, was machen können. Und deswegen bin ich umso mehr froh, dass irgendjemand mitgemacht hat. Und wenn ihr was habt, wie gesagt, dieses Format ist in erster Linie, dass ich quasi mit euch, mit in Gänsefüßchen meiner Community, die, keine Ahnung, aus 2, 3, 4 Leuten vielleicht besteht und vielleicht 1, 2 Hater, die jedes meine Video disliken, aber auch euch sei Hallo gesagt, wenn ihr Spaß dran habt, macht es, ist mir egal. So, auf jeden Fall bin ich froh, wenn ihr mir Kommentare unterlasst und ja, ich versuche darauf einzugehen. Und ich meine, natürlich könnt ihr mir auch weiterhin Minecraft-Tipps geben. Ich bin auch natürlich dafür. Aber in erster Linie nur, dass ihr es wisst, Minecraft ist in dieser Sache hier zweitrangig und erstrangig ist, dass ich euch erzähle, was los ist, was mir im Kopf, bisschen Real Talk und dies und das. Und ja, ich denke mal, jetzt habe ich soweit alles gesagt. Und ich denke mal so, ja, ein paar Minütchen werden wir noch ein bisschen bauen, damit wir auch mal hier ein bisschen in Minecraft weiterkommen und irgendwas Cooles bauen. Keine Ahnung, was ich noch euch erzählen soll, kann. So, ich switch mal kurz. Ja, also wir sind schon gut bei 10 Minuten angelangt. Wie ich gesagt habe, ich werde die Parts halt halten zwischen ja, 10 Minuten und vielleicht 25 höchstens. Und ja, sicherlich werden auch in der Zukunft welche da sein, die vielleicht nur wegen Minecraft hier sind. Auch euch ein Hallo, falls ihr das irgendwie nachträglich
paar Monate später seht und wie auch immer, wenn ihr mich dann irgendwie gefunden habt. Und hi, ja. Aber wie gesagt, in erster Linie geht es mir einfach darum, mit der Community zu quatschen, wie ich das schon gesagt habe. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Anregungen, sonst noch was, einfach Hashtag gelabert und stellt eure Frage und ich versuche darauf einzugehen. Ihr seht, es hat einer mitgemacht und auf den bin ich jetzt total in dieser Folge komplett eingegangen. Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich löchern in den Kommentaren und ich versuche das irgendwie. Cool, da ist ja Sumpfgebiet schon, das ist ja krass. Das ist ja krass, das ist doch Sumpf, oder? Jawohl, cool. Weißt du nicht, wo ich hier meine Bleibe mache? Genau, das mit dem Bett, das wusste ich natürlich auch, dass dadurch mein Respawn-Punkt entsteht. Das stand auch in den Kommentaren, auch nochmal hier Nils Albrecht, vielen Dank dafür. Wie gesagt, vieles weiß ich bei Minecraft, vieles aber auch nicht und deswegen ja, freue ich mich über jede Tipps, die ich da bekommen kann. Ich denke mal, wir werden uns irgendwie gleich irgendwo einbuddeln. Weiß zwar noch nicht wo, weil das ist irgendwie hier so. Wobei das hier schon ziemlich geil ist. Ich mag das hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das hier. Weil Flachland kann man immer schön viel bauen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde langsam. Da ist irgendein komischer Berg. Vielleicht werden wir uns auch da hinten irgendwo niederlassen. Mal gucken. Aber das Krasse ist, dass hier halt Pferde sind und so. Das ist auch ziemlich, ziemlich nice. Ja, Pferde sind immer toll. Ich laufe mal kurz da hinten hin. Ich habe mir jetzt auch meine Koordinaten ja vorhin aufgeschrieben, wo ich bin. Circa 250 und 100. Jeweils X-Achse und Z-Achse. Deswegen werde ich das auch schon wieder hier hinfinden, falls hier was Cooles ist. Und ich finde es hier ist echt cool. Also hier gibt es Berge, die ganz komisch aussehen. Ja. Ne? Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall, hier gibt es Tiere. Also wo Tiere sind, da kann man auf jeden Fall auch überleben. Schweinchen. Wir brauchen demnächst mal irgendwie eine Karotte oder halt eine Kartoffel. Irgendwann diese paar Schafe kann ich schlachten. Weil ich brauche auch dann später Weizenfeld und so weiter und so fort, dass ich dann Kühe finde. Und Hähnchen habe ich da hinten schon irgendwo gesehen. Also Hühner. Leckeres, knuspriges Hähnchen. Ja, wie gesagt, jetzt labere ich halt natürlich über Minecraft, weil das, was ich sagen wollte, habe ich schon gesagt. Deswegen kommen halt noch ein paar Minuten ein bisschen Minecraft-Getorke und immer wirklich, ich werde irgendwo hier unten, weil da hinten ist es ziemlich cool. Ich mich irgendwo hier niederlasse, beziehungsweise irgendwo hier was anfangen zu bauen. Bin jetzt auch nicht der super Bauer oder sonst was. Ja? Also ein bisschen glaube ich. Aber wir haben schon 64. Das ist ja toll. Habe ich so viele Körner? Ja stimmt, im letzten Part habe ich ja ganz viele Körner. Also nochmal, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Fragen, was auch immer, traut euch, schreibt es in die Kommentare. Wenn es irgendwelchen Scheißtrick ist, dann wird es natürlich gelöscht. Wie schon gesagt, bleibt sachlich. Ich versuche dann auch sachlich zu bleiben. Ansonsten bin ich für jede Kritik und alles Mögliche offen. Für jeden Talk. Und ja. Ich hoffe, von der Lautstärke ist das alles hier so angenehm. Irgendwann da hinten werden wir uns irgendwie einbuddeln. Ich brauche Essen. Ich muss irgendwie. Irgendwie muss ich anfangen, was zu machen. So, fangen wir mal an. So, ich brauche auf jeden Fall auch mal eine Hake. Nein, warte mal, Hake ging so, genau. Das brauche ich. Und ich muss auch auf jeden Fall auch noch Eisen dann suchen. Ganz, ganz wichtig, Eisen suchen. Wo machen wir unser Beet? Ich glaube, unser Beet machen wir mal hier so im Wasser. Ja, das ist ja die hässliche Schaufel, die aus Holz. Da dauert es etwas länger. Naja, das macht nichts. Hauptsache, wir können damit überhaupt was machen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie groß das alles hier wird und keine Ahnung. Oder ich gehe erstmal und erforsche das alles weiter und werde mir ein bisschen Fleisch besorgen, weil ich habe ein bisschen Fleisch. Das könnte auch reichen.
Und notfalls habe ich ja gesehen, da hinten gibt es überall Tiere. Was ich dann allerdings machen könnte, wäre, das Fleisch schon mal zu braten. Das wäre vielleicht ganz, ganz sinnvoll. Was ist denn hier los? Und ich brauche halt Eisenwerkzeuge. Ganz wichtig, ich brauche ganz viele Eisenwerkzeuge. Sag mal, was geht denn da ab? Warum stellt ihr es denn da hin? Du sollst das doch nicht da hinstellen. Ja, das doofe Gras ist halt im Weg. Und dann kann man das nicht woanders hinstellen. So, hier machen wir ein bisschen Kohle rein. Genau, wie ihr gesagt habt, die Werkzeuge kann man tatsächlich hier reinmachen. Das Brennstoff, das ist cool. Ich weiß zwar nicht, wie lange das dann hält. Aber guck mal, so kann man die Werkzeuge. So kann man tatsächlich halt hier den Rotz, den ich vielleicht nicht mehr brauche, weil ich ja Stein jetzt habe, kann ich hier ganz normal vergrillen. Und das ist eigentlich ziemlich. Ja, es hat mal eins gehalten. Wow. Na gut, so hilfreich ist das vielleicht doch nicht, das Werkzeug. Ihr seht, das ist super, super schnell verbrannt. Ich habe gerade mal eine Keule hinbekommen. Aber ich meine, allemal besser, als dass man es irgendwo einfach wegschmeißt. Aber trotzdem für einmal ist das eigentlich eher. Ja, das ist das. Nee, das ist zu wenig. Also es war nicht schlechter Tipp, aber ihr seht, das ist. Ja. Es ist nicht sehr hilfreich, weil am besten halt Kohle oder Baum halt. Das kann man soweit reinlegen. Das ist gebraten, das kann ich mitnehmen. Schon mal für mich. Unser Bett werden wir auch mal irgendwo hier hinstellen. Das ist alles nur provisorisch. Das ist ja alles erstmal provisorisch. Das wird auch wahrscheinlich alles noch 20.000 Mal jung gebaut. Ja, wie ich gesagt habe, ich habe eigentlich alles erzählt, was ich jetzt erstmal hier erzählen wollte. Ja, ich wollte natürlich auch ein bisschen Minecraft spielen. Und das werde ich halt jetzt nebenbei hier machen. Was ich auch tue gerade. Ja, nach wie vor, also wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder sonst irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare unter den Hashtag gelabert. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn ihr teilnehmt. Ansonsten, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich wieder kommen. Keine Ahnung wann, aber wenn ich wieder ja, ein paar Kommentare habe oder ich wirklich einfach Minecraft zocken will und erzähle euch einfach irgendwas, was jetzt vielleicht nicht wirklich damit zu tun hat, mit dem Format, aber ja doch, irgendwie wird das schon klappen, dass wir das kombinieren können. So, hier machen wir jetzt erstmal ein bisschen drei Stück, also man kann drei Stück, wird bewässert. Wenn man hier ein viertes macht, wird es glaube ich nicht mehr angenommen. Und deswegen werden wir drei Stück machen. So, ich brauche auf jeden Fall ganz viel Weizen, damit wir später Kühe und die Körner können wir dann bei den Hühnchen verwenden. Auf jeden Fall, irgendwie so habe ich mir das gedacht. Also aufgeschrieben habe ich mir das schon. Ihr seht ja auch, das ist hier 250 und ungefähr 100. Das heißt, wenn ich irgendwie dann später auf Weltreise gehen soll oder auf Erkundung und zum Fleisch oder sonst irgendwas, werde ich auf jeden Fall hierhin zurückfinden. Und so weit will ich auch nicht weggehen. Ich finde es halt hier cool. Hier ist es, wie ich schon gesagt habe, hier ist sehr viel. Ja, hier gibt es Tiere, hier gibt es Wasser. Und ich denke, man kann hier ganz cool leben. Da hinten ist auch Holz, Birke, was ich ziemlich, ziemlich mag. Mal schauen, was wir dann im nächsten Part zu machen. Wahrscheinlich dann auf Eisen jagen gehen. Wie ich schon gesagt habe, das wird halt kein klassisches Let's Play. Vielleicht sieht das jetzt auch gerade so aus. Ja, das ist aber nur, weil ich schon mein Gesagtes gesagt habe und ja, noch halt ein bisschen bauen will. Wenn sich das Endeffekt so entwickelt, dass es halt ein klassisches Let's Play ist, dann wird es vielleicht auch eins, keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall immer wieder, wie ich schon gesagt habe, das Format heißt gelabert und ich versuche dann auch hier in erster Linie. Nur das Wasser dahin. Mist, ich habe keinen Eimer. In erster Linie werden wir auf jeden Fall das nutzen, um mit der Community zu quatschen, also quasi mit euch zu quatschen. Jetzt muss ich mal gucken, wie können wir dort Wasser hinbekommen? Oder ich mache das anders. Ich habe genug Erde, dass wir einfach hier außen irgendwas bauen. Warum denn nicht? Mein. Das könnte doch klappen, ne? Einfach hier in der Luft so ein. Ja. Ein Beet? Ein Luftbeet? Kann man das so nennen? Ja, ich denke mal schon. Also nach wie vor, wenn ihr irgendwas habt, ich bin euch super, super dankbar und
Schreibt es in die Kommentare und ich versuche darauf einzugehen. Und auch euch, liebe Hater, ist mir egal, ihr dürft gerne meine Videos disliken, liken und was auch immer. Ihr tut mit dem Video interagieren und dafür bin ich euch dankbar. Und ihr schenkt mir sogar einen Klick. Denkt mal darüber nach. Ja, ansonsten ist da eigentlich alles gesagt. Genauso habe ich das gedacht. Und jetzt kann ich auch hier was anpflanzen. Weil wir haben ganz viele Körner. Und wenn ich hier Zeit verbringe, dann wächst das Ganze auch. Also daher kann man auch ohne einen Eimer Wasser hier erstmal klarkommen, wie ihr seht. Einfach mal in die Luft gebaut. Warum denn nicht, ne? Geht alles. Man muss nur wissen, wie. Ja, aber ich denke auf jeden Fall, im nächsten Part werden wir hier ein bisschen Eisen besorgen. Ganz, ganz wichtig. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall noch in den Kommentaren gelesen, dass es gut ist, dass da hinten irgendwie eine Lavaquelle ist. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden mit der Lavaquelle, aber ja gut. Das ist mal dazu. Ja, ich denke mal, das können wir erstmal hier knicken. Diese Seite, aber auf jeden Fall diese beiden, und das wird schön wachsen und gedeihen. Und bald haben wir ganz viel Weizen und ganz viel Körnerchen hier, wie das auch heißt. Weizenkörner und auch richtiges Weizen. Um dann im Endeffekt, ja, Tiere zu halten können. Ja, jetzt sehe ich, der Part ist schon was über 20 Minuten. Jo, da würde ich mal sagen, dass ich hier den Part beende. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten, jo, sehen wir uns im nächsten Part. Und wie gesagt, wenn ihr was habt, Hashtag gelabert und ich versuche drauf anzugehen. Bleibt schön sachlich. Ich bin es auch. Und ja, wir sehen uns. Also, in diesem Sinne, bye bye.